Hallo YouTube und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von FIFA United zu einem neuen Video. Es gibt mal wieder die Top-Partien-Challenges. Ich habe extra gewartet, ihr seht's, bis die Team of the Tournaments raus sind und die Wants-to-Watch-Karten. Hab Bock, 35k ist die Gesamtbelohnung, ist schon mal nice. Dann gibt's zwei 25k-Sets für diese beiden Challenges, glaube ich, war das. Genau, ein 15k-Set und ein Silberpack, aber das Silberpack ist jetzt nicht so krass. Trotzdem kriegt man hier für Chelsea Arsenal ein 25k-Pack. Da braucht man jeweils einen Chelsea und einen Arsenal-Spieler, vier seltene insgesamt und ein Rating von 78. Habe ich alles genau hinbekommen. Eine Chemie nur von 85, also man muss nicht mal unbedingt ein Premier League-Team machen, wenn man will. Habe mich jetzt aber dazu entschieden, habe Forster ein Tor gepackt, Espinosa heißt er, genau. Da hatte ich jetzt einen anderen im Kopf. Olsen, Dawson ist das, glaube ich, genau. Dann Noble, Tadic, Mikel von Chelsea und Oxlade-Chamberlain, weil er verletzt ist, von Arsenal. Habe ich, glaube ich, eh nicht als First Owner, genau. Lamela als Untradable reingehauen, deswegen habe ich ihn genommen, ansonsten hätte ich einen anderen genommen. Crouch, der langsam ist, in Sturm, und Pienaar, der eh langsam ist, als, ja, linken Stürmer. Passt auch von der Chemie her, ich denke auch ohne Loyalität solltet ihr das so hinbekommen. Wenn nicht, formt einfach die beiden hier um, dann habt ihr das auch. Wie gesagt, ist jetzt auch nicht so ein krasses Team, würde ich sagen, schicken wir ab. Die sind ja meistens nicht so schwer, die Challenges. Von daher kann man die schnell abbehandeln, würde ich sagen. Nächste Challenge ist Monaco gegen Nice, die beiden Top-Mannschaften zurzeit, glaube ich, da in der Liga, mit PSG natürlich, aber die beiden gehen zurzeit ganz schön ab. Ansonsten muss man hier einen Monaco und einen Nizza-Spieler einbauen. Ich hatte keinen von beiden im Verein, die ich genommen habe, nämlich weder Pereira, den habe ich mir für 950 gestern erfiltert, und diesen Bronzetorwart habe ich mir für 500 Münzen gestern erfiltert. Hatte, wie gesagt, keinen von denen im Verein. Biva hatte ich auch nicht im Verein, 1100 Münzen, und ansonsten hatte ich, glaube ich, alle im Verein. Hab mich für so eine Ligue A Seite nur entschieden, wie man hier sieht. Dennoch mit Fekir hier im rechten Mittelfeld, Congré, Yangam Biva, Morel, den Namen weiß ich nicht, Maurice Bilet, Plagil und Gommis. Und dann einfach noch zwei seltene, die hoch bewertet sind aus einer anderen Liga. Selten ist da der Hauptfakt gewesen, dass ich da nicht unbedingt noch zwei Ligue A Spieler kaufen muss. Ja, aus Essiakoub und Aboubakar sind auch relativ billig, deswegen habe ich die genommen. Ist, denke ich mal, jetzt auch nicht so schwer. Man macht halt einfach eine Ligue A-Seite und haut dann vielleicht auch ein komplettes Ligue A-Team rein. Kann man sich ja aussuchen. Man braucht nur 7 Ligue A-Spieler und 4 seltene. Darauf muss man halt achten, 4 seltene. Das Rating von 75 sollte man easy hinbekommen, und ja, ist, denke ich mal, auch nicht so schwer. Sollte jetzt auch mit den ganzen Special Packs, die rauskommen, nicht so teuer sein. Nächste Top-Partie ist Juventus gegen Inter. Habe ich ein komplettes Serie A-Team eingetauscht, weil man das musste. Man braucht 11 Calcio A-Spieler, ein Juve und ein Inter-Spieler, zwei seltene und genau Gold. Also habe ich ein komplettes Gold-Team einfach eingetauscht. Donnarumma, Torisidis, Danilo, Ranocchia, Jesus, Gazi, Tachsides, Pret, Piazza von Juve und Kone. Dann noch Pavlotti, und der Inter-Spieler ist hier Ranocchia. Genau. Ist jetzt, denke ich mal, auch nicht so interessant hier. Ist ein komplettes Serie A-Team, mehr nicht. 15k-Set gibt es hierfür, ist in Ordnung. Und dann kommen wir zum letzten. Das ist Sporting gegen Porto. Genau. Da braucht man nur 6 Liga-Nosch-Spieler. Habe mich jetzt auch für die Variante hier entschieden. Man braucht nicht mal Goldspieler. Man kann hier einfach Bronzespieler nehmen. Ist relativ einfach. Gibt halt auch nur ein Silber-Pack. Habe einfach diese ganzen Spieler hier genommen. Denn hier hinten so eine Bronze-Silber-England-Reihe, die billig ist. Die kriegt man alle, denke ich mal, für 200 Münzen. War jetzt auch nicht so schwer. Ich habe das im Verein, was ich im Verein hatte, reingepackt. Und ja, ich glaube, nur den rechten Flügel habe ich mir gekauft, oder? Nee, nicht mal. Ich habe mir nicht einen einzigen gekauft. Ist, denke ich mal, wie gesagt, relativ einfach zu machen, wenn man sich da ein System sucht, so wie ich hier. So, hier Liga NOS. Dann hier vielleicht noch zwei Einzelspieler und dann hier so eine Dreierkette, wo alle auf Chemie bekommen. Und dann hat man auch easy sogar die 100 Chemie. Und ja, ich denke, ist nicht so schwer. Silberspielerset gibt es hierfür. Könnte auch interessant werden, das Silberspielerset, einfach weil es auch zurzeit, wie gesagt, viele Silber Wants to Watch gibt es, glaube ich, nicht so viele Silber, aber Man of the Match Karten gibt es einige, die Silber sind. 35k-Pack als Gesamtbelohnung ist echt geil, muss man sagen. Hab richtig Bock drauf, auch mit dem richtig geilen Wants to Watch Design hier. Öffnen wir aber trotzdem erstmal das Silber-Pack. Wäre natürlich krank, jetzt hier schon ein Man of the Match zu ziehen, aber nein. Wir kriegen einen russischen Torwart, Rebrov. Ist jetzt auch nicht so krass. Ja. Packe ich, denke ich mal, alle im Verein, gucke ich nachher nach, wie teuer die sind. Und ja, Imshake haue ich einfach mal auf die Transferliste, hätte ich eigentlich auch abstoßen können, aber egal.
15K-Set, Leute. Könnte gut werden, ich bin gespannt. Wir kriegen schon mal keinen Walkout. Ist aber nicht schlimm, kaum einer der Man of the Matches ist ein Walkout, wenn ich... Gar keiner, also ich glaube gar keiner. Ich glaube nicht mal Salah, der ist der Beste. Und bei den Ones to Watch bin ich mir sicher, dass nur Payet einer ist. Ja, ansonsten hier zwei, die ich noch nicht habe, packe ich in den Verein. Und die könnten was wert sein. Na, egal, den schluss ich ab. Dann kommen wir zu den 25K-Sets. Ich ziehe die zuerst. 35er ist jetzt, denke ich mal, besser als die 25er. Gucken wir mal. Öffnen wir das erste und wir kriegen schon mal keinen Walkout, aber niemanden. Es ist Torres von Porto. Kann man auch wieder für die Challenge zum Beispiel nehmen. Beziehungsweise hätte ich den eingetauscht, hätte ich den jetzt schon wieder zurückgekriegt. Nehmen wir alles mit und das stoßen wir einfach mal ab. Ist, glaube ich, alles nichts wert. Und dann kommen wir zum letzten 25K-Set. Auch wieder kein Walkout, aber nichts. Okay. Vielleicht ein 35er-Pack. Wobei, na, werden wir ja sehen. War jetzt bis jetzt... Nicht das Gelbe von Ei, was wir hier gezogen haben. Buffal, leider keine Karte bekommen. Kann man nichts machen. Ja, stoßen wir ab. Und kommen zu 35K-Pack. Das Highlight so ein bisschen. Hoffen wir einfach, dass da was Geiles drin sein wird. Schon mal kein Walkout. Schon mal, oh, eine dickere Sternschnuppe. Es ist Christian Eriksen. Ist okay, immerhin ein 84er. Kann man sich jetzt nicht so unbedingt beschweren, würde ich sagen. Nehme ich gerne mit, ist vielleicht sogar noch ein bisschen was wert, 5k oder so, ja, geht klar, ist in Ordnung, ich habe persönlich dafür kaum was ausgegeben und einiges wiederbekommen, auch an Verbrauchsobjekten, wenn man so will, Deal Ellie denn noch da drinne und Lennon, von daher würde ich sagen, war es in Ordnung und dann war es das schon wieder von diesem Video, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen, lasst ein Like und einen Kommentar, danke, wir sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder, bis dann, haut rein!